Ich möchte euch herzlichst begrüßen. Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Diese Sendung diesmal heißt Das lebendige Wort. Wenn ich Sie begrüße oder wenn ich dich begrüße, dann geschieht es mit Worten. Dann wissen wir, was ein Wort bedeutet. Ganz gleich, was ich jetzt zu dir sagen würde, du würdest an diesem Wort erkennen, wie ich es meine. Und so ist es bei Gott. An seinen Worten erkennen wir, wie er es meint. Im 1. Mose, im Buch Genesis, steht 1,3 und Gott sprach. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ein Schweizer Gelehrter namens Türkauf hat er geheißen, hat einmal gesagt, wie Gott gesprochen hat, da hat es schon ordentlich geknallt, hat er gesagt. Also der Urknall hat er so erklärt, dass wenn Gott gesprochen hat, dann hat es ordentlich geknallt. Und wenn man sich das riesige Universum, was wir uns nicht einmal annähernd vorstellen können, so vor Augen hält, dann sieht man, da muss schon ordentlich geknallt haben, dass das entstanden ist. Aber ganz am Anfang sagt auch Gott schon zu den Menschen durch Mose, im 5. Mose 8,3 steht dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn geht. Gott hat immer gesprochen zu seinem Volk. Es war immer ein lebendiges Wort. Und oftmals war es so, dass die Menschen auch das Wort, das ausgesprochen wurde von Gott, auch erlebt haben, wie es in Erfüllung gegangen ist. Und sie waren dann sehr glücklich darüber. Im Jesaja 55 steht dann, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde gedrängt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und dem Brot und dem, der Brot isst, so heißt. Genauso soll mein Wort, sagt Gott, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Die Menschen wehren sich oft gegen Gottes Wort. Viele sagen, ah, das ist nicht wichtig. Aber wenn wir rundherum schauen, wie alles entstanden ist durch das Wort Gottes, dann sehen wir, dass das ein sehr mächtiges Wort ist. In Jeremia steht dann, Jeremia 15,16, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind Befreude und Wonne meines Herzens geworden. Verschlang ich sie. Im Psalm 119, 105 steht dann, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Als ich vor 35 Jahren Jesus kennengelernt habe und Jesus mich fand und ich ihn fand, habe ich meine erste Bibel mitgenommen, die ein bisschen zerfledert ist und ein bisschen zerrissen ist. Und diese Bibel zeigt sehr gut, da war mir jedes Wort wichtig, ich habe alles angezeichnet. Ich habe die Bibel so richtig verschlungen. Das Wort ist mir so wichtig geworden. Und ich habe dann erst langsam begriffen, wie wichtig es ist, dass wir im Wort bleiben und dass dieses Wort eigentlich eine Person ist. Ich habe dann später begriffen, das Wort ist Jesus. Jesus ist das lebendige Wort. Jesus Christus, der in diese Welt kam und heute noch durch den Heiligen Geist lebt, ich erkannte, dass ich zwar viel Wissen dann schon über Jesus hatte, richtig Wissen angehäuft habe, aber ihn noch nicht persönlich kannte. Ich habe einmal gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Aber ich habe nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Im 2. Petrus 1,19 steht ein ganz ein tolles Wort.
haltet fest an dem prophetischen Wort und tut gut daran, darauf zu achten, als auf das Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wie ich Jesus wirklich erkannt habe, wie ich dann gewusst habe, um wem es wirklich geht, dass er eine Person ist und das lebendige Wort ist, das war wirklich wie wenn ein Morgenstern in meinem Herzen aufgeht. Johannes, der Apostel, der genannt wird, dass er der Lieblingsapostel von Jesus war, der dann sehr lange gelebt hat und über 90 Jahre geworden ist und auf Patmos, auf die Insel Patmos verbannt wurde dann, aber dort einiges geschrieben hat. Im Johannesevangelium, das er geschrieben hat, steht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das war Jesus, der bei Gott schon war. Und das Wort war Gott. Und dann später, im Vers 14 steht, und das Wort ist Fleisch, also Mensch geworden, und hat unter uns gewohnt. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, das lebendige Wort, ist Mensch geworden. Im Johannes, im selben Buch, steht dann 6,63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Also deine normalen menschlichen Gedanken über Gott nachzudenken, nützen gar nichts. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Bei all dem Bibelstudium, bei all den Gebeten, bei all den Gedanken, bei den Lehren, die ich gehört habe, bei den Seminaren, die ich besucht habe, ist mir eines klar geworden, es geht um eine Person, es geht um Jesus Christus. Wir können noch so viel wissen über ihn. Wir können behaupten, dass wir ihn kennen. Aber richtig erkannt zu haben, das bedeutet noch einmal etwas anderes. Als Jesus einmal ganz klare Worte gesprochen hat zu seinen Jüngern, da haben ja eine Menge Jünger sind ihm nachgefolgt, und da hat er gesagt, darum kann ich euch sagen, niemand kommt zu mir, es sei ihm den von meinem Vater gegeben. Und er sagt an anderer Stelle immer, die mein Vater mir gegeben hat, das sind seine Jünger. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Aha, die haben ihn noch nicht erkannt gehabt. Die sind mitgegangen, weil sie Wunder gesehen haben oder irgendetwas, Sensationen, ist ja auch heute teilweise so, wenn irgendwo Sensationen angekündigt werden, dann strömen die Leute hin. Gell? Also sie gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12 Aposteln, wollt nicht auch ihr weggehen? Er stellt ihnen diese Frage, wollt nicht auch ihr weggehen? Da antworteten sie ihm, und zwar Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Aha, sie haben erkannt. Sie haben Jesus erkannt. Sie haben plötzlich durchgeblickt, wer Jesus wirklich war. Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er der Christus ist, der Messias, der schon im Alten Testament oftmals verheißen worden ist durch das Wort Gottes. Immer wieder das Wort. Als das Wort Gottes so richtig in meinem Herzen lebendig geworden ist, also die Person Jesus Christus, hat mir eine Stelle dann noch einmal die Augen geöffnet, und die ist im Buch Hiob. Hiob hat sich Fürchterliches mitgemacht. Seine Familie ist gestorben, nur seine Frau hat überlebt, die zwar sehr böse war dann zu ihm,
Und er hat seinen Reichtum verloren, seine Rinderherden, seine Schafherden, seine Ziegenherden, alles ist weg gewesen. Er war krank, hat Aussatz gehabt, ist in Asche gesessen, hat sich seine Eiterwunden abgekratzt und so weiter. Und ganz zum Schluss erkennt er Gott plötzlich. Und da sagt er: Nun hat mein Auge dich gesehen. Das war das Auge seines Herzens. Bei all den Schwierigkeiten, die er gehabt hat, hat er plötzlich erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und wer Gott wirklich ist. Damals war ja noch das Alte Testament. Heute wird sehr viel, ich möchte sagen, Missbrauch betrieben. Das Jesu-Kindlein wird dargestellt, Kindlein in der Krippe und schöne Lieder werden gesungen. Nicht? Und draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und aus der Himmelstür schaut Jesus Christus herfür oder was weiß ich. Ich kann es gar nicht so richtig. Lauter Amen-Märchen werden erzählt. Aber Jesus kommt wieder, aber nicht als das kleine Kind, sondern er kommt so, wie es dann da beschrieben ist. Und ich möchte die Stelle möchte ich euch vorlesen. Offenbar 19, 11 bis 16. Die Offenbarung von Jesus Christus wurde auch von dem Apostel Johannes auf Patmos geschrieben. Und er hat an und für sich wirklich Begegnungen mit Jesus gehabt, Begegnungen mit dem Herrn gehabt. Er ist sogar einmal in den Himmel entrückt worden und so weiter. Und all das, was wir da lesen, können wir sicher sein, dass so eintrifft, wie es auch beschrieben ist. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie Feuerflammen, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen, der geschrieben ist, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, das Blut, das uns von Sünden reingewaschen hat. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere des Himmels folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leingewand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt den Weinkelter des Grimms und des Zorns des allmächtigen Gottes. Und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dieses Wort Gottes wird wiederkommen und wird richten über die Lebendigen und Toten. Das ist das Jesu-Kindlein, das wir groß verkündigen. Das Jesu-Kind, das damals geboren ist, ist dabei gewesen als dreieiniger Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, wie diese Erde gegründet wurde, wie die Welt erschaffen wurde. Mit so einem mächtigen Gott haben wir zu tun. Das ist meine Weihnachtsbotschaft an euch. Das Wort Gottes wurde in Bethlehem geboren. Als kleines Kind, als Mensch, hat er unsere Gestalt angenommen, damit er unsere Sünden tragen kann. Durch Jesus Christus ist die Liebe des Vaters durchgekommen. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich, erheben dich in alle Welt. Möge dein Reich gegründet sein im Lobpreis, als deine Kinder verkünden wir dein Werk. Lobet Gott den Herrn, den Allmächtigen, der war und ist und ewig bleibt. Lobet Gott den Herrn, den Allmächtigen, der herrscht in Ewigkeit.
Vater, ich möchte danken dafür. Ich möchte danken, dass du das lebendige Wort bist und dass dein Wort Geist ist und dass dein Heiliger Geist durch dein Wort in uns wirkt, Herr. Dass dein Heiliger Geist, dieses lebendige Wort, mit unserem Geist spricht und uns anleitet und dass wir wissen, wie du es meinst. Wir wissen, dass du dich nicht aufdrängst und unseren Willen nicht durchbrichst. Das haben wir oftmals schon gesagt. Aber du möchtest, dass wir geleitet werden durch deinen Heiligen Geist, dass wir auf den wahren Weg des Lebens finden. Auf dem Weg des ewigen Lebens. Amen.